Hallo! Weißt du, wann man die Feste und Feiertage in Deutschland feiert? Schau mal zu, wir zeigen dir, wie das geht. Zuerst die Monate Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Und jetzt du allein. Und jetzt mal praktisch. Schau genau zu. Mai? Wann? Im Mai. Wann feiert man Pfingsten? Pfingsten feiert man im Mai oder im Juni. Also noch einmal. Wann feiert man Pfingsten? Pfingsten feiert man im Mai oder im Juni. Wann feiert man Ostern? Ostern feiert man im März oder im April. Wann feiert man Fastnacht? Fastnacht feiert man im Januar oder im Februar. Und jetzt du allein. Wann feiert man Rosenmontag? Wann feiert man Advent? Wann feiert man das Oktoberfest? Und wie geht das mit dem genauen Datum? Schau genau zu. Der 1. Januar. Wann? Am 1. Januar. Wann feiert man Neujahr? Neujahr feiert man am 1. Januar. Also noch einmal. Wann feiert man Neujahr? Neujahr feiert man am 1. Januar. Wann feiert man den Maifeiertag? Den Maifeiertag feiert man am 1. Mai. Wann feiert man den Tag der Deutschen Einheit? Den Tag der Deutschen Einheit feiert man am 3. Oktober. Und jetzt du allein. Wann feiert man den Reformationstag? Wann feiert man Heilige Drei Könige? Wann feiert man den Martinstag? Super, toll gemacht. Und jetzt kannst du mit uns feiern. Also viel Spaß!